VIP, was los, Leute? Euer Blaine wieder hier. Ja, heute mit dem Wächter und heute dabei wieder der Baryon. Leute, hi. Ja, Leute, ich war gerade kurz vorm Wutanfall, weil Steam hat nicht funktioniert, keinen Kontakt zu Baryon gehabt. Ich habe gedacht, das wird heute nichts mehr. Da wollte ich auch eigentlich alles, also überhaupt mit dem dann aufhören. Auch wenn es interessant ist. Weil zu Nein, sagen. nein, keine Sorge. Ich bin immer da. Also, es Ja, ist ich erwische auch immer die perfekten Uhrzeiten für dich. Immer am Abend. ja, immer am Abend. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich übernehme den ersten Teil. Ja, Leute, ich sag euch jetzt schon mal, ich werde es jetzt erstmal, also die vom Wächter überhaupt werde ich es jetzt vorlesen, weil ich es nicht geschafft habe, auswendig zu lernen, weil ich für meine theoretische Fahrprüfung lerne. Was viel wichtiger ist eigentlich, also damit er Brumm Brumm Auto fahren kann. Damit du Brumm Brumm Auto fahren kannst, sage ich. Ja, wie immer. Ja, ich brauche halt das Auto, weißt, wegen Arbeit und so weiter, alles Mögliche. Spiele abholen, weil ich werde demnächst selbstständig. Ich mache ja einen Laden auf. Mit den ganzen Spielen. Deswegen immer hin und her fahren und Spiele abholen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Über die Geschichte. Ja, ihr kennt euch bestimmt Guardian, Wächter, also beziehungsweise Wächter. Vorstellen, was der eigentlich macht. Das ist, wie soll ich sagen, in meinen Augen, also wenn ich jetzt zum ersten Mal Guardian höre, ist es ein Support, also der seine Teamkollegen beschützt. Ob mit Stab oder mit mächtigen Zweithandhammer. Der Wächter ist immer ein entzunehmender Gegner, ernstzunehmender Gegner. Als meisterhafte Taktiker wissen wahre Wächter genau, wann sie ihre eigene Verteidigung aufgeben müssen und ihre Verbündeten zu unterstützen und den Sieg zu erringen. Jeder Wächter verfügt über passive Vorteile, die er jedoch opfern kann, um seine Macht an seine Verbündeten weiterzugeben. Diese Fertigkeiten macht dem Wächter sowohl beim Angreifen auch als in der Verteidigung zu einer wertvollen Unterstützung im Kampf. Also, Baryon meiner Meinung nach top. Einfach top. Ja, vor allem, er kann auch noch schwere Rüstung dabei tragen. Ja, genau, also jetzt habe ich noch eine Klasse gefunden, die ich mal spielen will oder ausprobieren will. Ja, zockst du halt an, ne? Ja. Ja, der Richter verleiht im Kampf, also hat drei Tugenden, die dem Wächter im Kampf bestimmte Macht verleiht. Zum Beispiel hat er die Tugend Gerechtigkeit, damit verbrennt er die Angriffe seiner Gegner. Dann hat er Mut, damit kann er schwere Schläge einfach so abschütteln und mit der Entschlossenheit, mit der Tugend Entschlossenheit, da regeneriert der Wächter passiv Lebenspunkte, sogar dass er in gefährlichen Situationen überleben kann. Ja, der Wächter verfügt über eine Reihe von speziellen Fertigkeitsarten. Genau, ja. Dann würde ich sagen, machen wir erst die Symbole Geisterwaffen und Schutzzauber oder machen wir erst die Skills, was sagst du? Ich glaube, wir sollten unser Publikum nicht so lange mit den Skills irgendwie Warten warten lassen. lassen. Okay, Leute, wie ihr gehört habt, Baryon hat entschieden. Wir machen gleich mit den Skills weiter. Bis gleich. Jo, der erste Skill, den wir haben, das ist das Schild der Absorption. Und zwar baut er um sich herum und seinen Verbündeten ein Schild auf, was Angriffe absorbiert vom Gegner. Damit schützt er sich und seine Verbündeten. Und weiter zum nächsten Skill. Dann kommen wir auch gleich zum nächsten Skill, vertrauensvoller Schlag. Ja, wie ihr seht, kriegen die drei ein auf dem Schild so ein Leuchten. Ich denke mal, das versteckt die Verteidigung. Und danach killt er jemanden. Dann kommt noch ein Buff, denke ich mal, dazu, wie es aussieht. Ja, das war's eigentlich von dem. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten Skill. Jo Leute, jetzt kommen wir zum Skill Verteidigung des Alpharas. Und zwar haut er so gesehen mit seiner Waffe bestimmte Strahlen, sage ich mal, gegen den Gegner gegen. Und damit kann er halt den Verbündeten helfen und den Gegner aus einer relativen Entfernung halt angreifen. Und wir kommen zum vierten Skill.
Dann kommen wir auch gleich zum vierten Skill, der nennt sich Wand der Ablenkung. Wie ihr seht, der Gegner schleudert eine Attacke, der Wächter macht ein Schild und schleudert die Attacke wieder zurück und der Gegner stirbt. Ja, dann kommen wir gleich zum letzten Skill. Jo, wir kommen jetzt zum Hammer der Weisheit, den letzten Skill. Dort beschwört er einen Geisterhammer, der ihn im Kampf unterstützt. Ziemlich nützlich beim Kampf gegen mehrere, wenn man Solo ist. Und ja, dann würde ich sagen, hauen wir jetzt gleich die Fertigkeitarten raus. Ja, Leute, so, wir sind wieder da. Jetzt kommen wir zu den Also der Wächter verfügt auch über spezielle Fertigkeitsarten. Die erste nennt sich Geisterwaffen. Der Wächter kann Geisterwaffen herbeirufen, die eine begrenzte Zeit lang an seiner Seite kämpfen. Also wie ihr beim letzten Skill gesehen habt, Hammer der Weisheit, glaube ich, hieß der. Können Feinde angreifen und auf Befehl führen sie einen mächtigen Angriff aus. Bevor sie verschwinden, so kann der Wächter beispielsweise Hammer der Weisheit an seine Seite rufen und diesen Befehl, den Feind zu Boden zu werfen und danach zu verschwinden. Ja, das waren die Geisterwaffen. Jetzt kommen wir zu den Symbolen. Ja, der Wächter platziert halt ein Symbol auf dem Boden und diese fügen dem Feind Schaden zu oder halt Verbündeten verleihen sie einen Vorteil. Die Symbole bleiben einige Sekunden und da verschwinden sie wieder. Das Symbol des Glaubens ist beispielsweise ein Hammerangriff, der ein vorübergehendes Symbol auf den Boden zeichnet, sage ich mal so, und der Verbündete dadurch einen Segen bekommt, der Lebenskraft heißt. Das heißt, denke ich mal, dass er kurzzeitig Lebensenergie wieder zurückkommt. Ja, dann kommen wir gleich zum Schutzzauber. Ja, der Wächter markiert einen bestimmten Bereich. Da können die Gegner eine kurze Zeit nicht reinlaufen und die Mitspieler, also das Team, kann sich in dem Bereich dann frei bewegen, zum Beispiel zum Healen oder zum HP regenerieren, Mana, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht genau. Und ein Wächter, der einen Stab führt, kann beispielsweise eine Linie der Abwehr vor sich ziehen. Die Feinde daran behindert zu seinen Verbündeten hinterher zu gelangen. Also sozusagen die Verbündeten können dann abhauen oder die killen, eins von beiden. Also haut er so gesehen eine unsichtbare Wand vor sich. Ja. Lustig. Gut, dann kommen wir zu Aegis. Die Wächter sind halt in dieser Kunst des Aegis bewandert. Das ist ein entfernbarer Segen, der den nächsten Angriff von den Gegner halt blockt. Und das Aegis bekommt er halt mit der Tugend Mut. Also wenn du mit der Tugend Mut spielst, erhältst du halt Zugriff auf diesen Segen. Genau. Ja. Und dann würde ich auch sagen, kommen wir gleich zur Spielmechanik. Der Wächter kann halt verschiedene Waffen tragen und auch magische Waffen. Und ja, dann wollen wir doch mal sehen. In der Haupthand kann er den Streitkolben tragen, ein Schwert oder ein Zepter. In der Begleithand kann er tragen Schild, Fackel oder Fokus. Und zweihändig, das ist halt ein Großschwert, ein großes zweihändiges Schwert, ein Hammer oder ein Stab. Also könnt ihr gut aussuchen, ihr habt viele Waffenoptionen bei ihm. Ja. Genau. Dann kommen wir zu den Tugenden. Wächter verfügen über drei spezielle Tugendfertigkeiten: Gerechtigkeit, Mut und Entschlossenheit, die ihnen passive Vorteile im Kampf gewähren. Tugenden können aktiviert werden, um eine, ja, mächtige Version dieser Vorteile an Verbündete weiterzugeben. Dabei wird doch die eigene passive Fertigkeit deaktiviert. Bis die aktivierte Tugend wieder aufgeladen wurde. Es gibt folgende Wächter-Tugenden. Die erste nennt sich Gerechtigkeit. Jeder fünfte Angriff verursacht Brennen. Wenn diese Fertigkeit aktiviert wird, verursachen die nächsten Angriffe von in der Nähe befindlichen Verbündeten Brennen. Deaktiviert Gerechtigkeit 30 Sekunden lang. Jo, dann haben wir die Tugend Mut. Ihr erhaltet alle 30 Sekunden dieses Aegis, um den nächsten Angriff zu blocken. Wenn ihr halt die Fertigkeit aktiviert, erhalten auch eure Verbündeten in der Nähe die so ein Aegis. Und wenn ihr das aber macht, ist,
Mut für 120 Sekunden deaktiviert. Ja, dann kommen wir zum letzten. Nennt sich Entschlossenheit. Also ihr regeneriert eure HP, also eure Gesundheit. Und wenn diese fertig aktiviert wird, werden Zustände entfernt und alle in der Nähe befindlichen Verbündeten erhalten Regeneration. Deaktiviert Entschlossenheit 120 Sekunden lang. Ja, Leute, das war's eigentlich soweit vom Wächter. Jetzt kommen wir erst zu dem ersten Problem, was wir mittlerweile haben. Ja, Camtasia schneidet zurzeit nicht mehr richtig. Ich weiß wirklich nicht, woran das liegt. Ich habe gestern an dem Deep-Video bariumweise selber fast 2 Stunden gehockt und habe Oh wirklich. ja, ey Leute, er hat so rumgekotzt und er hat auch schon öfters angedroht, zu dieses Projekt zu beenden, falls dieses fucking Programm nicht gleich das tut, was er will. Ja, man kriegt ein, weil ich lese ab und zu in den Kommentaren, weil als Nachricht kommt, jo, ja, man sieht die Skills nicht. So, ja, ich habe es jetzt mitbekommen, ich weiß es auch, deswegen sage ich euch, das Programm funktioniert zurzeit nicht. Wenn es jetzt wirklich wieder nicht funktioniert, dann werde ich es einfach so hochladen ohne die Skills. Dann erfährt die Hauptsache, wir haben über die Skills beschrieben. Dann wisst ihr die Hauptsache, wie wir es meinen. Wenn nicht, dann werde ich vielleicht separat nochmal die Skills hochladen von jeder Klasse. Dann werde ich zum Beispiel die also Videonamen machen, die Skills vom Wächter, Dieb und so weiter, etc. Ja, Leute, wie ich sehe, ich bekomme keine Abonnenten. Das enttäuscht mich wirklich, weil ich und Barum geben uns wirklich sehr viel Mühe. Ich verstehe es nicht. Ich habe 28 oder 27 Abonnenten, aber habe fast 4000 Klicks. Es stimmt da wirklich nicht, was? Auf jeden Fall Ankündigung, schau mal, bis Sonntag sind wir hoffentlich fertig, denke ich mal. Ja, denke, dürfte eigentlich. Ja, und ich glaube, wenn ich Sonntag zu Hause bin, früh oder so, werden wir es gleich am Mittag machen. Kein Ding, ich bin da. Ah, nee, warte, Sonntag bin ich erst nachmittags da. Okay, ja. Dann werden wir gucken, wie wir es hinbekommen. Auf jeden Fall Montag wird mein letztes Call of Duty Commentary Gameplay kommen. Eben mehr Infos gibt es dann bei dem COD-Video. Weil, wie ihr wisst, am Anfang habe ich gesagt, wegen Fahrschule dies, das. Ja, ich würde sagen, Bade und das war's eigentlich. Ja, und morgen kommt dann der Nekromant dran. Ja, Leute, abonnieren, abonnieren, abonnieren. Abonniert und Ich. schreibt Kommentare und Daumen hoch. Ja, genau, weil es kann nicht sein, 28 Abonnenten, ne? Fast über 200 Klicks. Zum Beispiel die anderen Videos oder über 100 Klicks, aber nur 2, 3 Daumen hoch. Ey, ich verstehe es da nicht irgendwie. Da müssen mehr Daumen hoch. Warte, ich habe eine Idee. Macht ihr jetzt nicht 5000 Accounts und macht Daumen hoch, ja. Nein, nein. Leute, wenn ich bis zum Ende von dem Guild Wars, wie soll ich sagen? Guild Wars von den ganzen Klassen habe, wenn ich ungefähr 100 Abonnenten habe oder 75, also zwischen 75 und 100, werde ich mal euch einen kleinen Einblick von meiner ganzen Spielesammlung zu Hause zeigen. Es geht von Super Nintendo bis PS3, alle Spiele da, alle auch zu verkaufen. Ja, Vielleicht. du könntest ja noch eine Anregung machen und sagen, dass du ein Gewinnspiel machst, zum Beispiel. Wäre immer so ein Vorschlag. Oder eine kleine Auslosung, ja, genau. Ja, Also, genau. ich könnte euch vielleicht ein Spiel spontan. Ich werde auf jeden Fall so machen, wenn ich zwischen 75 und 100 Abonnenten habe, 100 wäre mir eigentlich lieber, dann werde ich ein kleines Gewinnspielvideo machen, eine Frage stellen, dann werde ich alle Namen aufschreiben auf den Zettel in eine Mütze werfen oder so und dann einfach eins rausziehen, gucke ich, wer gewonnen hat, dann werde ich ihm ein Spiel zusenden. Es wird wahrscheinlich ein PS3-Spiel sein, kann ich euch jetzt schon mal sagen, weil von denen habe ich am meisten hier herumflacken. Ja, Leute, ihr wisst, abonnieren, 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 weil ohne Abonnenten werde ich in Zukunft vielleicht nichts machen, wer weiß. Ja, Leute, wir wünschen euch einen wunderschönen, oder ja, Abend kann man schon Ja, sagen. also wir Gute wünschen Nacht. euch ja gute Nacht. Es ist ja schon 23:02 jetzt. Ja. Also Leute, gute Nacht. Träumt was Schönes. Und wir sehen uns morgen. Und keinen runterholen.
Ja, An also die bleibt Jungs. vernünftig. Ja, ganz Und kraftvoll. Mädels, ihr aber auch, ne? Finger über der Gürtellinie lassen. Genau. Ja, Leute, bis morgen dann. Ciao.